Ja, sehr geehrter Präsident, geehrte Damen und Herren, also das verspricht ja eine spannende Debatte im Ausschuss zu werden, wenn wir dann von der einen Seite genau hören, wo überall noch Blitzer aufgestellt werden müssen oder wie viele fehlen und dann von der Koalition dann erfahren, wo die dann auch schon überall vorhanden sind. Ich bin gespannt, zu welchem Ergebnis das dann führt. Insgesamt glaube ich, dass man durchaus an Stellen, wo das Sinn macht, auch durch Blitzeranlagen natürlich Unfallschwerpunkte bearbeiten kann und dazu beitragen kann, dass dort die Geschwindigkeit eingehalten wird. Wenn man den Antrag aber genau liest, dann sieht man eben, dass dort auch immer sozusagen besonders an Orten, wo Unfälle stattfinden, und das heißt für mich ja dann auch gerade eben auch an anderen Orten. Und da muss ich sagen, stellen wir uns das natürlich nicht so vor, dass dann sozusagen wie im Gießkannenprinzip, ich übertreibe jetzt bewusst, dann über die Berliner ein Blitzerregen herabgeht. Insofern möchte ich auf eine Sache auch noch mal hinweisen. Sie sagten ja, dass Sie die Verkehrssicherheit dadurch befördern wollen und dazu beitragen wollen, dass möglichst wenig Unfalltote etc. entstehen, beziehungsweise möglichst wenige Menschen zu Schaden kommen. Natürlich ist Geschwindigkeitsüberschreitung ein Thema, was da relevant ist, aber eben auch viele andere. Also ich glaube, nur dadurch erreicht man dann eben zum Beispiel nicht diese Vision Zero, sondern dazu gehört eben noch viel mehr. Was das dann genau ist, das werden wir sicherlich auch noch in anderen Anträgen zu beraten haben. Zum Beispiel auch die schon angesprochenen Tempo-Dialog-Displays, glaube ich, sind gerade an Schulen oder an Straßen, wo sowieso schon eine Verkehrsberuhigung gilt, Tempo 30 oder Ähnliches, durchaus sinnvoller. In meinen Augen, ich bin gespannt, welche Ergebnisse und Unterlagen es da noch gibt. In der ersten Recherche bin ich da jetzt also nicht zu einer direkten Korrelation gekommen, dass man sagen kann, mit diesem Antrag kommen wir dann direkt dem Ziel näher, dass tatsächlich weniger Unfälle passieren. Die passieren ja eben auch viel beim Abbiegen an Kreuzungen etc. Insofern freue ich mich natürlich auch, dann die Ergebnisse und die konkreten Zahlen vor allen Dingen von der Koalition zu hören, wo denn überall die Blitzer stehen, die die Grünen noch nicht sehen. Vielen Dank.